auch Feger sind untersagt. Man mag es dem Bulent Bilaini nachsehen. Das war sicherlich kein bewusst in Kauf genommener Regelverstoß, sondern einfach die Macht der Gewohnheit. Ich sagte es Ihnen ja schon, er ist das Kämpfen ohne Low-Kicks eigentlich nicht gewohnt, muss sich umstellen. Naja, und in der Hitze des Gefechts rutscht einem Behalt noch einmal ein verkehrter Kick heraus. Und auch zu Ende des Kampfes nutzt Michael Kuhr noch jede Möglichkeit. Schöne Kicks und schöne Faustkombination von ihm. Er weiß, er muss hier bis zum Ende alles geben. Und er hat bis zum Ende alles gegeben. Beide recken die Arme in die Höhe. Beide verdientermaßen. Denn beide haben einen großartigen Fight gezeigt. Es durch die großartige Leistung beider Kämpfer war dies wirklich ein würdiger WM-Fight und ein wahrer Hauptkampf dieser Night of Fights in der Berliner Deutschlandhalle, die wie schon die erste ein großer Erfolg war. Großartiger Kampfsport wurde geboten und mit diesem Höhepunkt. Und er hat es geschafft, der Michael Kuhr. Einstimmig wurde er von allen Punktrichtern zum Sieger gekürt und verteidigte damit seinen Titel als ISK und IKBF Weltmeister im Kickboxen ohne Low Kicks. Ein hartes Stück Arbeit für ihn. Er hatte da schon den Arm in Eis. Er konnte nachher noch nicht einmal mehr eine Unterschrift leisten. So war sein rechter Oberarm in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber er hat durchgehalten. Ein echter Fighter. Das war es dann auch für heute. Herzlichen Dank